bin da in dem Betrieb aufgewachsen. Bin dafür gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher. Der Rohstoff, Holz, der wächst. Ja, das ist ein Naturprodukt, der wächst im Wald. Im Wald fühlt man sich wohl. Weiß ich nicht, da geht man gern hin. So läuft die ganze Verarbeitung. Also es geht einfach auf von dem Baum, wie der wächst, wie der umgeschnitten wird, man sägt in den Stamm nicht rein. Mache ich ja selber auch, kaufe ja Rundholz oder Rohholz, lasse das selber schneiden. Was auch zum Dinge, was etwas Besonderes ist, was nicht jeder Schreiner macht. Das Holz aus der Umgebung oder zum Verarbeiten. Ein warmes Naturprodukt im Gegensatz zu Eisen oder. Ja. Nachhaltigkeit spielt in mein ganzes Leben rein. Also das ist egal, ob das im Betrieb ist, das ist eine Lebenseinstellung. Also das ist für mich in erster Linie regional, biologisch und verpackungsarm. Und die Inhaltsstoffe, ne? Das kann alles lösemittelhaltig sein. Und das ist mir natürlich auch wichtig. Ich verwende nur Öle, die komplett lösemittelfrei und auf biologische Weise hergestellt werden. Natürliche Weise, ja. Europäische Hölzer und ich sage mal 90% einheimische Hölzer. Auf Tropenholz verzichte ich komplett. Mit der Natur in Verbindung stehen, das finde ich ja genauso dazu, als wir mit einem Naturprodukt arbeiten. Erzogen worden bin ich so nicht. Meine Eltern haben mir das einfach nur vorgemacht, aber ich habe nie jemand. Mein Vater hat nicht mehr gesagt, ich soll Schreiner werden. Ich habe nie ein Problem gehabt, dass ich was anderes mache. Also ich habe das als freie Entscheidung selber gemacht. Ich habe eigentlich. Weil grundsätzlich wird da halt alles vorgelebt. Oder du musst. Es liegt auf einem Freundeskreis. Ja. Aber ich bin zu nichts gezwungen worden. Man soll sich einfach Zeit nehmen für sowas, ja. Nicht. Für sein ganzes Leben soll man sich Zeit nehmen. Meine Idee ist ja an dem Ganzen, dass ich ein Möbelstück baue, das einfach Generationen überdauert. Also ich mache nicht mit in so einem Ding, dass ich sage, okay, ich baue jetzt was und das ist in 10 Jahren hier und da baue ich was Neues, damit ich wieder einen Auftrag kriege. Sondern für mich muss ein Möbelstück einfach was. Das sollte modern sein, aber es muss genauso lange halten, wie es früher auch gehalten hat. Mein Vater war lange Zeit krank und war die Zeit lang im Krankenhaus verbracht. Und ist dann an Weihnachten immer heimgekommen und hat ein Geschenk dabei gehabt. So länglich und verpackt und hat mich gefragt, was das ist. Und dann habe ich gesagt, ich weiß auch nicht, kann der Baseballschläger sein. Und dann war halt der Didgeridoo drin. Ja, genau. Und so bin ich halt dann zu dem Spend gekommen. Oder was gibt es gesünder, als wir draußen zum sein? Da hört einfach der Stress auf. Genau, also das ganze Leben ist alles so schnell und in der Arbeit pressiert es überall, es muss schnell sein und dann bist du in der Natur draußen. Und da ist auch alles geregelt. Aber halt eigentlich nur von in der Früh bis auf Nacht. Wenn die Sonne aufgeht oder bis untergeht.